Hallo, liebe Freunde, jetzt haben wir doch die letzte Friedensreise so schön hingekriegt und haben uns dann so gefreut, wo dann eben die Restriktionen dann alle gemacht worden sind, dass eben es hieß, kein Krieg mehr, überhaupt nicht mehr. Und ein paar Tage danach kommt wieder die EU und hebt diese ganzen Restriktionen wieder auf und sagt, es darf keinerlei Einschränkungen geben. Ach du Schreck. Jedenfalls hat unseren Vater gerufen und hat gesagt, Kinder, bitte, seid so gut, kommt nochmal und schaut euch nochmal die ganze Weltsituation jetzt an, nachdem jetzt wieder so viel da Richtung Krieg geöffnet wurde und wir aber jetzt hoffen, dass die Wesenheiten wirklich durchhalten, dass sie das, was sie während der Friedensreise versprochen haben, auch durchhalten. Nun, wir haben dann am Sonntag die Innenschau gemacht für die Friedensreise und vor allen Dingen auch für die, die ja jetzt noch kommt, die also im Dezember am Tag der Barmherzigkeit kommen soll. Und dann übergebe ich jetzt mal das Wort der Erika, die jetzt ja die Innenschau gemacht hat. Und jetzt wollen wir mal gucken und hören, was sie gesehen hat. Als erstes möchte ich unserem Herrn und Gott danken, dass er uns nochmal zur Innenschau gerufen hat und dass er an diesen Sachen sieht man einfach, dass er mit uns ist und uns behütet und führt. Und dafür möchte ich einfach ein herzliches Danke nach oben schicken. Zuallererst habe ich die Vulkane gesehen, den Yellowstone Park. Das brodelt und zischt und arbeitet und der Feuerring. Und die sind ja alle miteinander verbunden und die sind wirklich alle übervoll mit den gesamten Lügen der Welt und es fühlte sich so an, als würden sie es eben keine vielen Tage länger mehr aushalten, vor dass sie explodieren wollen. Ich schaute mir dann an, was mir der Vater zeigte in Bezug auf die Weltsituation und das hängt ja ganz eng zusammen mit dem Geschehen der Vulkane. Die Lügen auch eben in all den Tagen, die jetzt seit der Friedensreise wieder vergangen sind. Vater sagte uns, dass eben die Gefahr wieder vorhanden ist, dass sie gewachsen ist und wir sollten deshalb bitte nochmal nacharbeiten und uns die Wesenheiten nochmal zeigen lassen vom inneren Bild her. Genau das hatte er mir gezeigt, mir und Claire auch, und wir sahen sie. Also, sie haben sich darüber beklagt, dass die Handlanger auf der Erde sich nicht so einfach führen lassen, wie sie das vermutet hatten. Ja gut, ich meine, das ist für mich jetzt schon verständlich, weil die Wesenheiten haben auch sehr lange gebraucht, bis sie sich wirklich mal auf Gottes Wort einlassen konnten. Und ich denke, wenn die Handlanger jahrelang, jahrzehntelang so geführt werden, dass sie auf Zerstörung aus sind, auf Kaputtmachen, auf Töten, dann ist es leider nicht in einem Nachmittag zu ändern. Also gut, ich habe dann Jesus Christus gebeten, dass er uns die Wesenheiten nochmal zeigt und sie hatten alle schon den Blick zu ihm gerichtet. Sie sind zwar nicht voll umgekehrt, aber sie haben schon den Blick auf ihn gerichtet. Und Jesus Christus zeigte ihnen nochmal auf unsere Bitten hin den Lebensfilm, die Konsequenzen ihres Handelns, dass eben auch die neuerlichen Entwicklungen der Erde sie auch auszuhalten haben, weil es eben auf ihren Befehl hin, auf ihr Tun hin, auf ihr Handeln hin so geschieht. Ja, das ist ja nicht zum ersten Mal so zu hören gewesen. Und die Konsequenzen, also eben jeden Menschen, Tod, jedes Leid, jede Not, die Getöteten, die Angehörigen, die Kollegen, die Arbeitskollegen, Freizeitkollegen, alles gehört dazu. Die Kinder
alles gehörte dazu, überall. Überall ist Not, überall Leid, überall heftigste Situationen. Das alles durften sie nochmal spüren und sehen und ja, hatten dann wohl die Hände vor den Augen verschränkt und wollten es nicht angucken, aber das geht ja so nicht. Vater zeigte ihnen dann, wo sie hinkommen, wenn sie so weitermachen. Und es war dann eine große, große Treppe zu sehen, schwarz, und die eben in die Höllenebenen runterführte. Da müssen wir hin. Dann sagte Gottvater, ja, das sind eure Taten. Ja, kann man da nichts dran ändern? Dann sagte Jesus Christus, doch, aufhören. Aufhören mit eurem Tun. Und zwar sofort. Keine weiteren Befehle zur Zerstörung. Keine weiteren Befehle zu Kriegshandlungen. Auch nicht zu Lieferungen von Waffen, von Bomben, von Panzern, von egal was. Keine weiteren Zerstörungen über die Luft, über das Wasser, über die Erde. Wenn ihr bereit seid aufzuhören, und zwar heute, gestern war das war am Sonntag, dann bin ich bereit, euch entgegenzukommen. Aber ihr müsst dann aufhören, und zwar sofort. Sie sind da auf der Treppe gestanden, in den obersten drei Stufen, weiter runter, oh Gott, das wollten sie nicht, es war dunkel, es war Hölle, es war heiß, es war eben auch von den Füßen her heiß, weil die Treppen haben gebrannt, richtig, von ihrem eigenen Tun, von dem Feuer, von den Vulkanen, von den Bomben, von all dem, auch von den Bränden, von den Waldbränden, es ist ja alles drin gewesen. Der Krieg ist ja auf vielen Ebenen momentan und alles ist aufgrund der Handlungen der Wesenheiten entstanden, die die Handlanger auf der Erde beeinflusst haben. Gut, Gott sieht natürlich schon sehr genau, wer für was verantwortlich ist und da bin ich immer sehr froh drüber, weil seine Buchhaltung wirklich korrekt ist. Er lässt niemanden leiden, ohne dass er selber verursacht hat. Er lässt niemanden in der Hölle schmoren, wenn es nicht seine eigene ist. Und wenn er unbedingt nicht drauf hören will, was Gottvater ihm sagt, dass er umkehrt. Also es sind die Wesenheiten, die wir jetzt auf der Friedensreise hatten, die sind jetzt auf den oberen drei Treppen von dieser dunklen, schwarzen Treppe gestanden. Einige Wesenheiten sind weiter unten gewesen, aber die haben wir noch nicht erreicht. Die kommen wahrscheinlich dann in der nächsten Friedensreise, die ja für den Dezember anberaumt ist, dran. Wir haben nochmal gebetet. Ich habe ihnen nochmal gesagt, bitte, hört auf Jesus Christus, hört auf, hört mit diesem ganzen Unsinn auf. Immer nur den Vater von seinem Stuhl vertreiben wollen, immer die gesamte Schöpfung zerstören wollen, immer auf die Kinder Gottes töten wollen, egal über welche Art. Hört auf damit. Es geht auf euch zurück. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung und ihr wisst es. Und ihr hört es nicht zum ersten Mal. Gott in seiner Barmherzigkeit hat den Spalt zum Himmel ein kleines Stück weit aufgemacht, sodass sie reinschauen durften ins Himmelsreich. Aber es war nur für kleine Augenblicke. Aber es hat hoffentlich genügt, um die Heimsehnsucht zu entfachen. Die Sehnsucht, oh, ist es da schön bei dir? Wir wussten ja gar nicht, dass es so schön ist bei dir. Also an diesen Reaktionen hat man schon gemerkt, dass ihnen die Höllenebenen doch nicht so sehr zusagten. Aber wenn jemand Millionen von Jahren seine eigenen Taten aushalten möchte und die Gnadenstunde und die Gnadenangebote Gottes nicht annehmen möchte, dann ist es sein eigener Wille. Es ist sein eigenes Tun. Und dafür kann man nicht Gott die Schuld geben. Das
geht ja wohl überhaupt nicht. Wir haben die völlige Umkehr, konnte ich gestern nicht sehen, aber eben dieses Aufflackern von, ich habe keine Lust mehr weiterzumachen. Ich möchte viel lieber bei Gott wirklich wohnen dürfen. Ich möchte einfach nicht mehr weitermachen. Das kam dann von vielen Wesenheiten so rüber. Und diese Treppe da, ich habe die gesehen, der Vater hat mir so den Rat der 13 gezeigt. Und dieser ist ja unterirdisch und da ist auch ein See und da sind sie drumherum gesessen. Und von diesem Rat der 13 sind schon 8 von diesen Großwesenheiten umgekehrt. Also es waren gar nicht mehr alle da, die in ihrem bösen Tun einfach nicht aufhören wollten. Aber wir sehen ja, die ganze Entwicklung auf der Erde, es ist ja leider noch nicht so, dass alles umgekehrt ist, dass alles aufgehört hat. Also ist ja noch viele, sind ja viele einfach noch am Handeln. Und die Handlanger gehören auch zu dem ganzen Geschehen dazu. Die Umkehr der Handlanger. Und die sind, also ich sage es einfach in meinen Worten, sture Handlanger, geeicht auf Bosheit, geeicht auf Vernichtung, geeicht auf all die Dinge, die wir jetzt auf der Erde eben haben. Die Gifte im Wasser, in der Luft, in der Nahrung, die Luftzerstörung, alles was, ihr wisst es ja, ihr könnt es ja täglich verfolgen. Man hört ja ganz viel von diesen schlechten Nachrichten. Und es geht darum, dass eben auch die Menschen auf der Erde aufhören mit diesen Ideen und weitermachen. Einfach auch jemand, der ein Kriegstreiber ist, aufhört mit Anstacheln, mit Provozieren der Gegenseite. Aufhören. Aufhören. Aufhören mit den Kriegen machen. Gott hat zu uns Kindern immer gesagt, wenn wir uns streiteten, vertragt euch Kinder. Das gilt für alle seine Kinder auf der Erde. Vertragt euch Kinder, dann kann ich das Himmelreich öffnen. Dann kann dann jeder in seiner Ebene weiterlernen, bis er wirklich das Heimathaus voll und ganz erreicht hat. Eben das Haus des Herrn, das Haus Gottes, die goldene Stadt, wo wirklich nur noch Frieden ist, wo wirklich kein Neid, keine Missgunst, keine Gier, keine Hocherhabenheit, keine Dominanz über den anderen, kein Machtstreben. All die Dinge, die gibt es bei Gott nicht. Und das zu erreichen, dazu ist die Erde da. Die Erde ist deshalb die Schule Gottes, damit alle lernen können, sich in diesen Charakteren, in diesen Eigenschaften, Tugenden von ihm zu üben. Darum sind die Familien da, die ihr ja alle zerstören wollt. Darum ist die Schöpfung da, die ihr auch alle zerstören wollt. Darum sind die Geschenke Gottes da, die Früchte, die Bäume, die ihr auch alle zerstören wollt. All das gehört doch dazu zur Umkehr. Hier wieder aufräumen, anpflanzen, gut machen, wirklich wieder gut machen, was vorher kaputt ging. Das ist die jetzige Zeit. Das ist genau die Zeit, wo Gott immer noch hofft, dass ganz viele seiner Kinder wirklich auf seinen Ruf, Kinder, vertragt euch, kommt heim, hören, dass sie sich von ihm rufen lassen. Und was noch dazu gehört, meine Lieben, Gott möchte keine Marionetten haben. Er möchte, dass jeder freiwillig zu ihm kommt, ihn freiwillig umarmt, seine Liebe freiwillig sucht und seine Liebe freiwillig annimmt und weitergibt. Nicht Marionetten, die man an den Zöpfen zieht, wo es lang geht. Hier kannst lang, hier kannst lang. Nein, das ist kein Himmelreich. Himmelreich ist Freiheit. Und darum schenkt er jedem die Zeit, die er braucht, um diese Freiheit, die Gott schenkt, zu erlangen. Kein Egoismus, wo es nur noch meinem Kopf geht. Kein Ego-Gedanke, der sagt, ich brauche das schöne Haus jetzt, was du hast, noch schöner, noch größer. Ich brauche das tolle Auto oder das Land eben. Mein Land ist zu klein, ich brauche ein größeres Stück vom Nachbarn.
So sind die Dinge auf der Erde. Und sie nützen uns wirklich nichts, weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Ihr könnt nichts vom Reichtum der Erde hier mitnehmen, aber auch wirklich gar nichts. Aber den Reichtum der Herzen, den Reichtum der Seele, was besagt die Liebe in euch, die Nächstenliebe, die Fürsorge für den anderen, die Frage, wie geht's dem anderen, die Frage danach, was brauchst du denn heute? Womit kann ich dir helfen? Womit kann ich dir den Tag verschönen? Einfach die Freude Gottes miteinander teilen dürfen, seine Freude erleben. Das ist es, was wirklich zählt und wo wirklich alle Frieden und alle Frieden haben dürfen dann. Geliebter Vater, bitte hilf allen deinen Kindern, die jetzt hier auf der Erde sich noch rumtummeln, egal ob es Inkarnierte sind oder ob es die Wesenheiten sind, die beeinflussen, ob es die Präsidenten der Länder und Kontinente sind oder ob es Familienväter und Mütter sind, Kinder sind, Fabrikchefs oder Freunde einfach nur. Alle. Alle möchtest du wieder bei dir im Haus haben. Du sagtest uns, ich habe viele Wohnungen für euch vorbereitet. Und genau so ist es. Die sind alle da. Wir brauchen sie eigentlich nur beziehen, wenn wir die Eigenschaften, die Tugenden Jesu Christi nachleben. Ja, Herr, hilf jedem Einzelnen bei seinen Schritten, jetzt den Wesenheiten, die immer noch so auf den obersten Treppen stehen und sich überlegen, wie sie wirklich zu dir heim können. Hilf ihnen. Aber du hast deine Engel, deine großen Helferscharen aus dem Himmel, die du wirklich jedem schenkst und jedem zur Verfügung stellst, damit sie nicht in diese dunklen Höllenebenen hinein müssen. Beim Gebetsabend gestern Abend hatten wir nochmal dran gedacht an unsere Friedensreise, wo wir in den Anden waren, in Argentinien, Mendoza, San Rafael, El Calafate, wo ganz viele Wesenheiten in den Bergen, in den Steinen drin verharrten, im Eis drin verharrten, weil sie ihre Boswilligkeit einfach nicht bleiben lassen konnten und Gott Vater ihnen diese Bedenkzeit schenkte, wo sie wirklich nochmal nachdenken dürfen. Also wenn ihr das nicht wollt, die Wesenheiten, um die es jetzt geht, dann tummelt euch und kehrt um. Tummelt euch und macht Frieden und schaut, dass auch eure Handlanger auf der Erde mitmachen, dass sie alle aufhören mit dem ganzen Mist auf der Erde hier. Dann können auch die Vulkane sich wieder beruhigen, dann können diese heftigen Unwetter sich beruhigen und dann kann wirklich noch Frieden auf der Erde entstehen, was wirklich mein persönlich größter Wunsch ist, dass alle Kinder, egal wo, in der gesamten Schöpfung wieder ins Vaterhaus heimkommen. Und dafür danke ich dir. Dieses Wort gab uns Jesus Christus noch mit. Ich werde das 100. Schäfchen noch suchen, was bedeutet 100% meiner Kinder. Alle werde ich suchen. Und alle werde ich heimführen. Amen.